Hallo und willkommen zur Hessenschau an diesem Sonntagabend. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Die 1. Mai-Demonstration von linken Gruppen in Frankfurt ist gestern Abend eskaliert. Mehr als 3000 Menschen waren dem Aufruf zum Tag der Wut gefolgt und durch die Frankfurter Innenstadt gezogen. Schon im Vorfeld hatte die Polizei befürchtet, dass es Ausschreitungen geben könnte. Ja, und genau so kam es dann auch. Gegen 6:30 gestern Abend setzt sich der Tross der Demonstrierenden in Bewegung. Dass der selbst ausgerufene Tag der Wut nicht so entspannt werden würde wie noch die DGB-Demo am Vormittag, war schon im Vorfeld befürchtet worden. Und tatsächlich endet der 1. Mai in Frankfurt mit schlimmen Bildern, die gerade in den sozialen Netzwerken zu sehen sind. Die Polizei stürmt den Block, Schlagstöcke kommen zum Einsatz, das zeigen diese Videos. Auch am Tag danach sorgt das bei den Teilnehmern für Fassungslosigkeit. Das Bündnis Wer hat, der gibt, erhebt schwere Vorwürfe. Die Polizei ist mit einer massiven Brutalität in den Block rein, hat dort geknüppelt, geschlagen, getreten, hat wissentlich schwere Verletzungen in Kauf genommen. Wir wissen bisher von einem Schädelbasisbruch, von mehreren Gehirnerschütterungen, von gebrochenen Händen, von schweren Hämatomen und Prellungen. Genaue Zahlen kennen wir noch nicht. Was aber genau zum Eingreifen der Polizisten geführt hat, ist auf den Videos nicht klar ersichtlich. Die Polizei Frankfurt äußert sich dazu heute nicht vor der Kamera. Auf HR-Anfrage teilt die Polizei aber mit, man werde die Videos, die nun in den sozialen Netzwerken kursieren, genau überprüfen. Allerdings habe es aber auch massive Attacken gegen die Polizei gegeben. Es gäbe auch verletzte Beamte. Morgen will die Polizei weitere Details bekannt geben. Bereits gestern meldet die Polizei via Twitter, Rauchtöpfe, Farbbeutel, Flaschen und Pyrotechnik seien von den Demonstranten in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Außerdem sei ein Beamter mit einer Fahnenstange gestoßen worden. Die Versammlung habe aufgrund wiederholter Angriffe aufgelöst werden müssen. Viele Teilnehmer halten die Reaktion der Polizei dennoch für überzogen. Der Anlass schien ja Rauch und Lichteffekte gewesen zu sein. Das ist in Frankfurt zur optischen Untermalung von Demos gang und gäbe und eigentlich keine größere Nummer. Mit so einer Gewalt darauf zu reagieren, ist nicht verhältnismäßig. Wieder stehen sich zwei Seiten unversöhnlich gegenüber. Der Tag der Wut hat leider das eingelöst, was zu erwarten war. Ja, heute gab es noch eine andere friedliche Demo. Da sind tausende Radfahrer auch aus umliegenden Städten nach Frankfurt gefahren, um für mehr Klimaschutz und eine Verkehrswende zu demonstrieren. Hintergrund sind die laufenden Koalitionsverhandlungen im Römer. Bei der Kommunalwahl sind die Grünen ja stärkste Kraft geworden. Und auf genau die setzen jetzt viele, vor allem in Sachen Umweltpolitik. Sie radeln für die Umwelt und den Klimaschutz. Rund 20 Initiativen. 5 Demozüge treffen am Mittag an der Auffahrt der Autobahn 661 auf die Friedberger Landstraße zusammen. Seit 20 Jahren ist Matthias Biemann im Verkehrsclub Deutschland aktiv und fordert für Frankfurt: Vorbildcharakter anderer Kommunen und Städte europaweit sich angucken, positive Beispiele nehmen und möglichst schnell und zügig umsetzen. Rund 3500 Radfahrer machen sich auf den Weg in die Mainmetropole, um für die Mobilitätswende zu protestieren. Die Leute wollen ja Fahrrad fahren, ne? Aber viele fühlen sich auch, sind immer noch so ein bisschen Abenteuer. Die fühlen sich auch gefährdet. Fürs Klima sowieso. Das ist ja ein unendliches Thema, was leider viel zu oft unter den Tisch gekehrt wird. Jetzt sind wir in den Städten, gerade hier in Frankfurt, das wird immer schlimmer, das wird immer heißer, immer stickiger. Daher fordern sie auch eine Verkehrswende für Frankfurt. Doch nur Radwege, Autos verbannen, sei keine Lösung, sagt der Handelsverband. Wir sind ein Gesamtkonstrukt. Die Stadt Frankfurt braucht Geld, sie möchte Arbeitsplätze. Die Bewohner haben ihre Bedürfnisse. Aber wir können jetzt nicht über eine Großdemo und eine Hauruck-Aktion genau nur ein Argument bearbeiten. Das halte ich für falsch. Matthias Biemann ist überwältigt, dass so viele Menschen mitgeradelt sind. Alle treffen am Nachmittag zu einer Abschlusskundgebung am Mainkai ein. Der 56-jährige Ingenieur erhofft sich von den Politikern im Römer, dass die Koalitionsverhandlungen zu einem Ergebnis führen, das schnelles Handeln möglich macht, dass Maßnahmen für die Verkehrswende, für
mehr Fußgängerverkehr, für besseren Radverkehr, für mehr ÖPNV auch in diesen Koalitionsverhandlungen stehen und auch zügig umgesetzt werden, ohne wieder ausgebremst zu werden. Denn sonst fürchten sie, dass es immer heißer wird und die Erde am Ende baden geht. Ja, und einer, der die Koalitionsverhandlungen beobachtet, ist mein Kollege Frank Angermuth. Und der steht jetzt live vor dem Frankfurter Römer. Ja, Frank, die Verkehrswende in Frankfurt. Wie realistisch oder absurd sind denn die Forderungen, die jetzt in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen? Also sie sind überhaupt nicht absurd, denn alle vier Parteien, die da zurzeit miteinander koalieren, die Grünen mit der SPD, der FDP und Volt, haben ja irgendein Verkehrskonzept für die Mobilitäts-, für die Verkehrswende in ihrem Programm stehen. Die Grünen sind stärkste Kraft und sie setzen sich ganz klar dafür ein, weg vom Auto, mehr Fahrradwege, mehr Fußwege und das von dem Herzen der Stadt gedacht, also Innenstadt und Sachsenhausen, nördliches Sachsenhausen, das andere Mainufer und weniger Auto, weniger Parkplätze. Allerdings, wir haben es ja gerade schon in dem Beitrag gehört, gibt es auch viele, viele Pendler, die nach Frankfurt kommen. Viele Anwohner haben Autos hier in Frankfurt. Und die FDP, die mit in diesen Koalitionsverhandlungen sitzt, sagt, die darf man nicht vergessen. Wir müssen die Hauptstraßen frei halten, damit die Pendler hierher kommen und damit die Arbeitsplätze erhalten werden. Und das könnte ein Knackpunkt dieser Koalitionsverhandlungen sein. Aber absurd ist diese Mobilitätswende kein bisschen. Wie ist denn da so der aktuelle Stand gerade? Die Verhandlungen laufen ja. Die Verhandlungen laufen seit einer Woche. Inhaltlich halten wirklich alle still. Das, was man bisher hört, ist atmosphärisch sehr gut, sehr zielorientiert. Denen ist klar, wir haben hier so ein paar Knackpunkte. Da stimmen wir nicht ganz überein. Das müssen wir irgendwie zielorientiert angehen. Und es wäre natürlich ein Fehler, nach einer Woche zu sagen, oh, das stockt, das ist schwierig, weil die müssen ja ein positives Signal senden. Also bisher hören wir, die kriegen das hin, heißt es. Du hast eben schon einen Knackpunkt genannt. Was sind denn noch so weitere Knackpunkte in den Verhandlungen aktuell? Einmal das Thema Wohnen. Die Grünen feiern ja, dass die Güntersburghöfe nicht bebaut werden, nur die bereits versiegelten Flächen und nicht die wilde Gartenanlage dahinter, obwohl das mal ein grünes Projekt war. Da sagen die anderen Parteien, ja, lass sie ruhig feiern, aber wenn sie bezahlbaren Wohnraum in der Stadt schaffen wollen, müssen sie auch Flächen benennen, auf denen bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Das Gleiche ist für Industrie- und Gewerbeplätze. Die wollen expandieren. Es geht hier um Arbeitsplätze und natürlich ist das auch ein Problem und Finanzen, denn das Ganze muss finanziert werden. Eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende kostet viel, viel Geld. Die Grünen haben eine City-Maut ins Spiel gebracht. Das wird natürlich einige Anwohner, einige Geschäftsleute schocken. Aber das ist eine Idee, den ÖPNV zu finanzieren. Aber man kann zurzeit keine Schulden aufnehmen und man kann die Gewerbesteuer nicht erhöhen. Denn das würde dem ganzen Schaden durch Corona, kommt ja gerade nicht viel Geld in Frankfurt rein. Also da ist noch einiges an Gesprächsbedarf da. Dankeschön, Frank Angermuth, live vom Frankfurter Römer. Ja, normalerweise ist es so, Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, müssen Insolvenz anmelden. Aber wegen der Pandemie hatte die Bundesregierung diese Pflicht erstmal ausgesetzt, damit Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, vor der Pleite bewahrt werden, solange bis alle Hilfsgelder angekommen sind. Aber seit gestern ist Schluss mit dieser Ausnahmeregelung. Und das trifft unter anderem die Hotelbranche, denn da geht seit Monaten kaum was. Wenn Kirsten Stolle durch sein Hotel läuft, dann blutet ihm das Herz. Durch die Corona-Pandemie trifft er hier nur noch auf wenige Gäste. Ein Zustand, der für ihn schwer auszuhalten ist. Es ist eine dramatische Situation für uns. Wir können, die Mitarbeiter und auch ich, wir können schlecht schlafen. Wir haben Sorgen um unsere Arbeitsplätze. Heute haben wir zum Beispiel, ich glaube, 12 Anreisen, ja, mit einem Haus von 191 Zimmern. Da sehen Sie mal, wie dramatisch, wie viel Leerstand wir haben. Und es ist einfach ein Geisterhotel. Dazu kommt, für Hotels und andere Unternehmen fällt ab sofort der Insolvenzschutz weg. Das heißt, wer zahlungsunfähig ist oder überschuldet, der bekommt keinen Aufschub mehr. Auch für die Dorin-Gruppe eine schwierige Ausgangslage. Die erste Regelung des Schutzes besagte ja zunächst einmal, wer im Jahre 2019 Gewinne geschrieben hat und dann unverschuldet in die Corona-Krise geriet, der braucht keine Insolvenz anmelden. Und das wird jetzt beendet. Mir ist nicht klar, warum man das beendet, weil der Lockdown dauert immer noch an. Der Hotel- und Gastronomieverband in Hessen sieht das mit Sorge. Denn anders als bisher erwartet, geraten vor allem die großen Häuser in finanzielle Schieflage.
Man denkt das immer, dass die großen Hotelkonzerne stabil genug aufgestellt sind. Zu normalen Zeiten sind sie das auch, aber es ist eben gerade alles andere als normal. Und wir haben hohe Pachtzahlungen, wir haben laufende Fixkosten und wir haben natürlich auch viele, viele hunderte Mitarbeiter allein in einem einzelnen Hotel. Das heißt, die staatlichen Hilfen müssen hier größer sein und sie müssen auch kommen. Denn anders als bei inhabergeführten Betrieben sind die Mittel aus den Corona-Töpfen für große Unternehmen gedeckelt. Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe weiß deshalb schon seit Anfang Januar, dass die Gelder nicht reichen werden. Die Dorin-Gruppe hat 37 Millionen Euro erhalten, aber gleichzeitig 100 Millionen Euro Verlust gemacht. Wir wissen, dass wir zu wenig bekommen werden und haben auch keinen Schutz mehr. Und das widerspricht der Aussage von Herrn Scholz, der sagt, wir haben das Geld, wir setzen es ein, darauf kann sich ein jeder und jede verlassen. Ich fühle mich verlassen. Insolvenzrechtler Sebastian Braun sagt, erst im September sei wirklich klar, welche Unternehmen nicht überleben. Denn oftmals wüssten die Geschäftsführer selbst gar nicht, wann die Insolvenzantragspflicht schon greife. Der normale Unternehmer sagt, ich bin dann insolvent, wenn ich meine Löhne nicht mehr bezahlen kann. Und das ist viel, viel später. Und dadurch erklärt sich auch, warum Insolvenzen viel später angemeldet werden, als sie müssten. Und dadurch erklärt sich, dass am 1.5., jedenfalls nach meiner Auffassung, keine größere Welle kommt, nur von den Unternehmen, die die gleiche Definition wie der Gesetzgeber an den Tag legen. Doch ob früher oder später, rund 20.000 Insolvenzen mehr könnte es geben. Kirsten Stolle hofft, dass sein Hotel nicht dazugehören wird. Und wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen mit Franz Ludwig Danko, Fachanwalt für Insolvenzrecht. Hallo, Herr Danko. Guten Abend. Wir haben gerade gehört, vor allem die großen Häuser sind betroffen. Das sind die mit vielen Beschäftigten. Würde es denn helfen, wenn man diese Ausnahmeregelung vielleicht verlängert oder kann man denen noch anders helfen? Also die Ausnahmeregelung ist ja ausgelaufen, jetzt gerade zum 30. April. Die Verlängerung ist ein ganz heiß diskutiertes Thema. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Verlängerung à la longue nichts bringt. Das ist nur auf der Zeitschiene ein wenig verschoben. Und man darf auch nicht außer Betracht lassen, dass neben den Unternehmen, die das ganze Problem haben, auch Gläubiger letztendlich betroffen sind. Und die Verlängerung der Antragspflicht trifft letztendlich die Gläubiger. Sodass, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, aus meiner Sicht sehr wohl überlegt werden muss, ob man verlängert. Nach derzeitigem Stand ist es ja wohl nicht zu erwarten. Und wenn man verlängert, dann nur unter strengen Auflagen mit ganz klaren Parametern. Was würde denn dann den Hotels dann beispielsweise helfen, wenn jetzt eben diese Verlängerung, was Sie auch vermuten, dass die nicht kommt, wie kann man denen da noch helfen? Gut, also wir haben ja einen Beitrag gesehen über größere Hotels, dass man da sagt, die Mittel, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden, reichen nicht aus. Bei den kleineren Hotels sieht das möglicherweise ein wenig anders aus. A, was die Fördermittel selbst angeht. B, ist das Thema der Reaktionsgeschwindigkeit wahrscheinlich in den kleineren Häusern einfacher, weil die schneller reagieren können und weil sie möglicherweise auch andere Fixkostenstrukturen haben und der ein oder andere vielleicht sogar selbst Eigentümer des Hotels ist. Wenn wir jetzt mal auf andere Branchen schauen, bei welchen ist es da auch besonders ernst? Welche sind auch ja besonders stark von der Insolvenz betroffen? Also über Insolvenzrisiken in einzelnen Branchen sprechen wir ja schon immer, schon lange. Auch vor der Pandemie waren einzelne Bereiche ja sehr stark im Fokus, zum Beispiel der Einzelhandel, der durch die Pandemie jetzt noch zusätzlich gebeutelt ist. Das ist sicherlich richtig. Es gibt aber durch die Pandemie gibt es ja eine ganze Reihe von Bereichen, die Branchen, die betroffen sind, zum Beispiel Restaurants, zum Beispiel der gesamte Gastrobereich, aber auch Krankenhäuser. Das ist vielleicht etwas überraschend im ersten Moment, weil alle momentan froh sind, dass die Krankenhäuser da sind, dass da unter Vollbetrieb gearbeitet wird. Aber man beschäftigt sich halt eben dort überwiegend mit dem Pandemie-Thema. Und man hat natürlich das Problem, dass durch die Pandemie das Krankenhaus verschiedene Dienstleistungen, Operationen, Beratungen und nicht anbieten können. Das bedeutet letztendlich Umsatzeinbruch, was wiederum halt eben negativ sich auf das Gesamtergebnis auswirkt. Und das wiederum führt natürlich dann irgendwann in den Bereich der Krise. Sagt Franz Ludwig Danko, Fachanwalt für Insolvenzrecht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick. Wie gewohnt, kurz und kompakt.
Dem Robert-Koch-Institut sind innerhalb eines Tages weitere 1.205 Corona-Infizierte in Hessen gemeldet worden. Im gleichen Zeitraum wurden 15 Menschen verzeichnet, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Damit hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 9.648 Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Hessen registriert. Das sind 1.724 weniger als in den 7 Tagen davor. Die hessenweite Inzidenz ist gegenüber gestern gesunken auf 153,4. Die katholische Kirche braucht Reformen. Das findet die Reformbewegung Maria 2.0. In Kassel startete heute am Kulturbahnhof eine bundesweite Aktionswoche. Für den Erfolg der Reformen braucht es einen bunten, lebendigen, aufrechten Gang von Himmelsstürmerinnen. Wer auf dem Land lebt, der weiß, Gemeinschaft und Zusammenhalt wird da groß geschrieben. So wie in Schönau bei Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis. Vor 4 Jahren hat fast der ganze Ort ehrenamtlich das Dorfgemeinschaftshaus wieder in Schuss gebracht. Endlich gab es wieder einen Treffpunkt für alle. Aber seit Corona ist das Zusammensein, etwas gemeinsam machen, richtig schwer geworden. Aber die Schönauer, die lassen sich nicht so einfach unterkriegen. Tristesse pur. Das Dorfgemeinschaftshaus, sonst das Herz von Schönau, steht seit einem Jahr leer. Nur Ortsvorsteher Lothar Dietrich sieht ab und zu nach dem Rechten. Die Osterdekoration scheint aktuell, ist aber von vor einem Jahr. Der letzte Eintrag im Kalender stammt vom 13. März, natürlich auch 2020. Ja, das tut natürlich sehr weh. Auch die Leute, die hier viel, viel Eigeninitiative reingesetzt haben, um das so entstehen zu lassen, wie es jetzt ist, mit den Räumlichkeiten, dass man da nicht wieder was zurückgeben kann in den Ort. Das tut schon weh, ja. Hier waren ja sehr viele Veranstaltungen oder hier sind sehr viele Veranstaltungen. Das Gemeinschaftsleben auch im Dorf, das ist sehr, also völlig zum Erliegen gekommen, kann man sagen. Ein Stillstand, der Schönau besonders schlimm trifft. Denn eigentlich hält der ganze Ort zusammen wie eine große Familie. Vor 4 Jahren haben wir gezeigt, wie sehr sich die meisten Schönauer ehrenamtlich engagieren. In jahrelanger Arbeit wurde das Dorfgemeinschaftshaus renoviert. So ziemlich jeder der 200 Einwohner hat mitgeholfen. Sei es handwerklich, organisatorisch oder durch Geld und Sachspenden. Weit über 4.000 Arbeitsstunden stecken in dem Haus. Ersparnis für die Gemeinde rund 160.000 Euro. Auch der Dorfplatz mit dem Brunnen wurde neu gestaltet. Um den Ort hier am Leben zu halten, musste man eben wieder Treffpunkte im Ort schaffen. Wir haben ja hier gibt es keinen Laden, hier gibt es keine Gaststätte, hier gibt es gar nichts, wo sich die Leute mal treffen können. Durch Corona wurden die Kaffeekränzchen zu Leere und Lockdown. Doch nach 12 Monaten Schockstarre hatte man jetzt die Nase voll. Unter Einhaltung der Corona-Regeln sollte zumindest wieder etwas Leben in den Ort gebracht werden. So kam man auf die Idee, zusammen Vogelhäuser zu bauen. Das ist gut für die Tiere und die Dorfgemeinschaft. Ich bin fertig. Ich baue gerne Sachen zusammen und bastel gerne welche. Und ich finde das nämlich sehr schön. Mit meiner Cousine treffe ich mich dann auch manchmal. Das geht dann halt noch. Aber ansonsten ist man eigentlich immer alleine zu Hause. Und deswegen ist das jetzt mal eine Abwechslung. Ja. Diese Kontakte hier im DGH, auch abends, den Freitagabend, wo immer die Dorfstube offen war, da hat man den mal getroffen und den. Und das ist ja alles, fällt ja alles weg. Das ist schon ein schöner Einschnitt. Feldsperling, Blaumeise und Kohlmeise sollen hier einziehen. Aber alle anderen Tiere sind natürlich auch herzlich willkommen. Seit 2 Wochen läuft die Vogelhausaktion. Mehr als 50 Häuser wurden schon gebaut und warten jetzt darauf, dass Leben einzieht. Und die Schönauer? Die hoffen, dass bald wieder Leben in ihr Dorfgemeinschaftshaus einziehen kann. 2019 gab es hier im großen Saal noch 18 Feiern, 2020 0. Und wie wird es in diesem Jahr? Weiß ich nicht, ob das so innig und herzlich wieder sein wird, wie es mal gewesen ist, ich hoffe es zumindest. Ich hoffe sehr, dass man wieder auf seine Freunde oder mit seinen Freunden mal unbeschwert feiern kann. Ja. Immerhin, Hilfe gegen den Corona-Blues geben Aktionen wie das gemeinsame Vogelhaus bauen. So kommt das 2019-Gefühl zumindest ein Stück weit zurück nach Schönau.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Aktion. Am Wochenende hatte die Bundesliga ja spielfrei, aber es ging trotzdem rund. Beim DFB gab es heute ein richtiges Beben. Der Sport mit Markus Philipp. Ja, das kann man so sagen, Hülya. Denn bei einem Krisengipfel in Potsdam haben heute die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände dem DFB-Präsidenten Fritz Keller und auch Generalsekretär Friedrich Curtius das Vertrauen entzogen. Der Präsident wurde von den Vertretern sogar konkret zum Rücktritt aufgefordert. Hauptanlass ist eine verbale Entgleisung von Fritz Keller in einem internen Gespräch. Die Konferenz missbilligt den von DFB-Präsident Fritz Keller vorgenommenen Vergleich des ersten Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler. Eine derartige Äußerung ist völlig inakzeptabel und macht uns fassungslos. Sie wird auf das Schärfste verurteilt. Die Regional- und Landesverbände des DFB stehen für eine demokratische, tolerante und vielfältige Gesellschaft. Die Äußerung des Präsidenten ist mit diesen Grundsätzen und Werten der Verbände nicht vereinbar. Ja, also beim DFB wiederholen sich mal wieder die Krisen. Viel schöner ist da dieser Wiederholungstäter. Ingmar Merle von Hessen-Kassel hat ja gerade die Wahl zum Tor des Monats März gewonnen. Und jetzt steht er mit diesem Knaller schon wieder zur Auswahl. Sein Volleytreffer im Spiel gegen Sonnenhof Asbach kann ab sofort auf sportschau.de gewählt werden. Ja, und um diesen Pokal ging es heute in Wetzlar im Champions-League-Finale der Rollstuhl-Basketballer. Und zum ersten Mal überhaupt standen sich dabei zwei deutsche Teams gegenüber. Und der RSV Lahn Dill hier in Blau, der schon sechsmal den Champions Cup gewonnen hat, siegte auch heute wieder einmal. Am Ende setzten sich die Hessen gegen die Bulls aus Thüringen knapp mit 71-67 durch. Und einer der besten Spieler bei Lahn Dill war Thomas Böhme, der hier einen Dreier aus ziemlich großer Entfernung versenkt. Wenn Sportler bei ihrem ersten Wettkampf in die neue Saison starten, dann ist das immer ziemlich aufregend. Vor allem in einem Olympiajahr. Die Vize-Weltmeisterin im Siebenkampf, Caroline Schäfer, hat heute bei einem Trainingswettkampf in ihrer Heimatstadt Frankfurt die Form getestet. In vier Disziplinen wollte sie checken, ob sie schon fit ist für Tokio. Leichtathletik-Saisonstart in Frankfurt. Das Gesicht von Caroline Schäfer ist angespannt. Die Olympianorm hat die Siebenkämpferin bereits aus einer Vorsaison in der Tasche. Doch deshalb geht sie heute keineswegs entspannt an den Start. Der ist natürlich immer was Besonderes, der Wettkampf, weil es natürlich immer der Einstieg ist, erstmal zu gucken, wo steht man, passen die Anläufe, passt wieder die Wettkampfroutine. Ist Schäfer schon in Olympiaform? Vier Disziplinen stehen beim Trainingswettkampf heute an. Die erste: 100 Meter Hürden. Caroline Schäfer ganz in Schwarz erwischt schon mal einen guten Start und verliert dann den Anschluss an die Spitze. Da fehlt es deutlich noch an Spritzigkeit. Mit 14,07 Sekunden ist die Frankfurterin nicht zufrieden. Das ist absolut nicht rund. Also habe ich dann doch noch echt das tiefen Plattsein vom Training echt noch in den Knochen. Das habe ich hinten raus echt zu spüren bekommen. Platt vom Training und platt von einer Corona-Impfung. Denn die hatte die Mehrkämpferin kürzlich mehrere Tage außer Gefecht gesetzt. Kommt die Spritzigkeit jetzt beim Weitsprung zurück? Zweiter Versuch. Nach enttäuschenden 5,61 Metern bricht Caroline den Wettkampf ab. Kein Risiko für den Traum Tokio. Generell gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass Olympische Spiele stattfinden. Es werden einzigartige Spiele werden, andere Spiele, die wir zuvor kennen. Haken dran an diesem Tag. Das Wichtigste für Caroline Schäfer ist, dass sie in Tokio erholt am Start steht. Ja, dann dafür viel Erfolg. Noch mehr Sport gibt's nachher um 22.30 Uhr in Heimspiel Bundesliga. Und bei Hülya wird's jetzt wieder satirisch. Ganz genau. Und wir gucken, was gab's schön Blödes in dieser Woche. Darum hat sich heute wieder mein Kollege Sönke Hebestreit gekümmert. Und ich kann's kurz machen. Die AfD steht im Mittelpunkt. Hier ist schön blöd, unser satirischer Wochenrückblick. Herzlich willkommen. Es ist Sonntag. Wir von schön blöd sind wieder da. Guck doch mal da. Na, da gucken wir mal auf unsere etablierten Parteien. Die haben diese Woche auf die AfD draufgehauen. Und zwar so sehr, dass wir uns da schon fragen, muss das sein? Das ist wunderbar, dass Sie diese Frage stellen. Tja, na gut, auf jeden Fall wurde die AfD von Hohn und Spott überzogen, nur weil sie in Sachen Klimawandel das hier sagt. Wir können also nicht so tun, als gehe es dem Erdklima derzeit schlecht. Ja, und das hat die AfD, also die Alternative für Dateninterpretation, einfach mal so selbst herausgefunden. Und dabei hat sie nicht nur alle Wetterberichte der vergangenen Tage ausgewertet, nein, man hat sich das Wetter über einen langen Zeitraum angeschaut, also einen richtig langen, also seit 2 Monaten.
Februar und März 2021 waren weltweit die kältesten seit 7 Jahren. Tja, ja, der kühle März. Dank der AfD-Erkenntnisse können nun Jahrzehnte der Klimadatenerhebung weggewischt werden. Ja, man kann so weit gehen, die AfD hat die Klimadatenanalyse ad absurdum geführt. Von ihr bleibt vermutlich nicht viel mehr übrig als... nur ein Vogelschiss. Die Grünen müssen natürlich wieder irgendwas schwobeln, dass es beim Weltklima noch Unterschiede sozusagen im Kleingedruckten gäbe. Wetter, das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Ach, und das andere? Das Klima ist ein Langzeitmittelwert des Wetters über mehrere Jahre. Ach ja, das kann ja jeder behaupten. Nun kommen Sie bestimmt gleich damit, dass das ja eigentlich alle so verstehen würden. Rund 97% der Wissenschaftler bestätigen den Einfluss von CO2 und anderen Klimagasen auf das Klima. Ja, was sind denn das für Wissenschaftler? Die führt dann irgendwelche Computermodelle mit Daten, aber hält von denen, wie bei der AfD vielfach üblich, eigentlich auch nur einmal am Tag einer den Arm aus dem Fenster? Nein, es wird den Computern überlassen, wie unser Klima einzuschätzen ist. Klar, was dabei herauskommt. Fake News. Und dafür gibt es nun wirklich genug Belege. Warum wird es denn, je höher man in den Himmel steigt, immer kälter, obwohl man doch näher zur Sonne kommt? Wieso ist es nachts oft kälter als draußen? Und wieso sind Sommerreifen eigentlich genauso schwarz wie Winterreifen? Sie haben natürlich recht. Ja, aber dafür muss erst die AfD kommen und sich dann auch noch das hier anhören. Das, was Sie hier machen, ist eine intellektuelle Beleidigung des Plenums. Dass es nun auch die AfD so schmerzhaft lernen muss, wie gefährlich es in unserem Land ist, die Wahrheit auszusprechen. Das finden wir blöd und verlangen hier und jetzt mal eine Erklärung, was die AfD bei der Klimadebatte eigentlich falsch gemacht hat. Man vertauscht die Begriffe Wetter und Klima einfach mal. Okay, Punkt für euch. Trotzdem freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Sitzung, wenn die AfD ihre Recherchen hierzu offenlegt. Über Area 51, über den Fake der Mondlandung, das Thema Attentat auf John F. Kennedy. So, das war's schon blöd für heute. Hat richtig Spaß gemacht bis jetzt. Und Schluss mit lustig. Ja, Schluss machen wir jetzt auch für diesen Abend. Nach der Tagesschau geht's weiter mit Hirschhausens Quiz des Menschen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, schönen Abend.